Also, wenn das Video gleich beginnt, wird es zu Anfang erst ein klein wenig laggen, vielleicht auch ein bisschen viel. Das habe ich dann erst gemerkt, nachdem ich das Video aufgenommen habe. Deswegen seid mir nicht böse und ja, genießt das Video. Machen wir doch mal kurz eine Runde. Das Minecraft-Server hier rauskommt, das habe ich so eingestellt, dass man nicht einsteigen. Dass man nicht einsteigen kann, bevor es eine bestimmte Position erreicht hat. Das mache ich einfach, wenn die Bundesaussendung drin steht und die nächste Position blockiert. Außerdem habe ich auch die Feinde drin, einfach nur. Jetzt muss ich vielleicht bei mir ein bisschen leiser machen. Was ich hier vorhatte, war die Leute ein bisschen zu erschrecken. Und dann waren sie diese Stage rein. Was ich hier vorhatte, ist eigentlich relativ lustig. Und zwar habe ich mit MC Stacker einen Amos-Stack erstellt. Hier, sie ist dann noch hier einfügen. Der einfach teleportierte Details. Das steht jetzt hier. Falsche Richtung. Geil. Slash kill at e tag gleich Geisterbahn unterstrich Stage 2. Jetzt ist er weg. Wir lassen ihn richtig gucken. Das müsste ich einmal über MC Stacker machen und wir haben nur 32 FPS. Okay, das könnte sein, dass er auch so weit ist. Also, jetzt wollen wir zu mir gucken. Dann der guckt ja nach da, das heißt wir müssen ihn hier machen. Das heißt, in der Stage wird was anderes passieren. Also wird der Amos-Stack hier hervorgerufen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber muss das leider sein. Geil, das liegt gerade am Internet. Wir da also, komm mal hier hin bitte. Vielen Dank. So. Wir wollen uns später. Also, erstmal stecken wir den Bereich hier ab. Execute Ads. Geil. Ich merke gerade, ich hätte dem nur Gravity geben müssen. Also machen wir das ganz kurz. Wir geben ihm nochmal ganz schnell nur Gravity.
wenn... Also alles ist standardmäßig aus. Wenn der Kondensator also abläuft, muss einmal ein Blinksignal gegeben werden. Ja. Weil es gibt zuerst. So. Wenn ich hier jetzt den Kondensator ran, schmeiß mir einfach weiter mal im Sack, dreht er sich mal perfekt. Also, was habe ich jetzt gemacht? Technisch wissen wir jetzt, wie es geht. Das ist finde ich in Ordnung, weil ja, was soll ich vorstellen? Das ist Minecraft. Finde ich sehr gut. Sehr, sehr handlich.
Fury, ich möchte es gerne mal ein bisschen schnell sehen. Testen wir weiter geht's hier. So. Saga! Sehr langsam. Also ich brauche schon sehr, sehr lange Sekunden, bis es überhaupt an dieser Stelle ist. Dann, wenn dieser Kandidat abgelaufen ist, wird der Herr Amsen verwendet. Den benannte ich für den Sound, aber den sogar zu kommen. Genau. Ja. Sollte weiter nach oben. Das kann man auch ganz einfach lösen, indem wir dem Befehlsbot sagen, er soll den bitte 0,5 Blöcke über uns bringen. Jetzt sollte es funktionieren. Erstmal gut. Thank you.
Sieht aber schon irgendwie geil aus, oder? Der so schräg aus dem Boden rauskommt, dann. Oh, das sind mehrere. Oh. Wir sind jetzt auf 7. Ja, da ist schon geil aus mit Phasen. Aber bitte. Wir machen. Perfekt. So. Nur, dass wir jetzt diesen Kommentator etwas länger machen. Ja, doch, danke schön. Das ist jetzt etwas verlängert. Jetzt in die Wand wieder nicht so schlimm. Und dann wird hier eine Fackel gemacht, die einmal mehr Regeln, ein Linksignal abgibt. Sollte jetzt funktionieren, lasst es uns testen. Der Plan, den Versuch, nachdem wir getestet haben, ja, das ist ein kann schon mal vorkommen. So, gut. Also, Minecart kommt angeholt. Fährt hier ganz lang. Der Armor Stand. Wow, das war viel zu schnell. Was passiert? Oh. Der wird nicht lang genug aufgeladen. Ja, das können wir lösen, indem wir also einbauen. Der den großen Kondensator hochfährt, der jetzt zahlt oder so. Jetzt war der jetzt ein Spammer, der ein bisschen mit dem Kopf ist. Wir steuern den Join von dem Server neu. Und ein Screenshot von dem. So, unser kleiner Freund hier. Smoky, wir wissen, wie weit geht er in die rein? Also, ich habe gerade gemerkt, dass ich das Ende leider weggeschnitten habe und das kann ich auch nicht wieder herholen. Also, sage ich an dieser Stelle Tschüss, macht's gut und ciao, euer Red Gamer.